Grüßt euch, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Piratenrunde mit dem Schlawiner und dem Salpeter-Piraten. Grüß dich! Hallöchen! So, wir sind gerade hier im Anflug auf Lorville, denn wir haben einen Auftrag vom Glovis Steinelinski angenommen, ja, und haben uns gerade überlegt, dass wir doch besser an den Außenbezirken parken, und das machen wir jetzt. Wir suchen uns jetzt ein Gate und werden dann, ich glaube, da war der Tower da links, ne? Dann werde ich mal hier nach rechts ausweichen, da müsste irgendwo ein Gate sein. Wenn ich jetzt unter die Wolkendecke tauche, dann müsst ihr das auch irgendwann sehen. Und dann werden wir von den Gates aus, in der Hoffnung, dass unser Schiff danach auch nicht weg ist. Boah, ist hier eine Suppe heute, wa? Mhm. Junge, Junge. Man sieht die Hand vor der Augen nicht mehr. Die Hand vor lauter Augen nicht, ey. So, ich muss mal ganz kurz gucken, irgendwo. Was haben wir da unten? Da ist irgendwas, aber das ist wahrscheinlich was meinbares, ne? Na, ich würde dir gerne zustimmen, aber ich sehe nichts. Ja, 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 auch nicht. Ja, ich muss mal gucken, wo hier die Gates sind, aber ich werde es gleich erkennen. Irgendwo hier müssten welche sein. Und dann werden wir uns da mal reinsneaken nach Lorville, in der Hoffnung, dass wir nicht erschossen werden. Hast du eigentlich auch einen Zweier-Crime oder habe ich nur einen gekriegt? Ich glaube, du hast nur einen bekommen. Ach so! Geschlissen, geflissen, mal ignoriert hier. Mhm. Ich dachte, wir ziehen hier beide durch. Aber weil nix. Weil ich ja nicht geschossen habe, darum wird es gehen. Aber das, du warst doch mit an Bord. Ja, ist egal. Ja, anscheinend. So, da hinten ist auf jeden Fall ein Gate. Wahrscheinlich ist hier vorne schon eins. Wir fliegen jetzt mal da hinten hin. Das heißt, du müsstest jetzt Ärger bekommen von den Wachen, oder? Ja, mit zwei Crimestead? Gucken wir mal. Ich glaube, ich kann den sogar noch wegkaufen, oder? Aber wahrscheinlich. Na, wir werden sehen. Ja, mache ich aber nicht. Denn Crimestead ist ja auch. Ist, hat ja auch immer so ein bisschen was mit Ansehen zu tun. Ne? Ich bin stolz, dass ich ein Crimestead habe. So ein Statussymbol. Genau. Ja, genau. So. So, hier werden wir die Bude mal hinstellen, würde ich sagen. Boah, das ist, was ist das denn für ein Geräusch? Was meinst du? Jetzt hier piept es gerade und piept es. Echt? Genau, vielleicht weil ich die Vitold-Fester runtergestellt habe oder so. Ich weiß nicht. So, ich mache jetzt auf jeden Fall die, die Triebwerke aus. Und dann gehen wir mal los. Meinst du, wir können das hier stehen lassen? Das bleibt, ne? Ich würde es einfach hier stehen lassen. Wollen wir lieber das Schiff offen lassen, oder? Ja. Besser, ne? Nicht, dass wir es nicht von außen wieder aufkriegen, ne? Naja, doch, doch, doch. Das kriegen wir auch hin. Warte mal, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich werde es nochmal versuchen. Warte, Sekunde. Okay, geh mal raus. Mach mal zu von außen. Ja, oder mal, ja, ja. Und schön da, oder? Ist weich, ne? Ja, absolut. Ja, ja. Oh, noch der ein kleiner Breakdance-Move hast du auch noch gemacht. Ja, geil. Okay. Crazy. Ja, komm. Ist ja in Ordnung. Geht, ne? Können wir so machen. Na klar. Okay. Dann mach mal wieder auf. Ja. Wir sind übrigens am Gate 6. Okay, zu wissen. Gut, so. Jetzt kommt natürlich auch jeder Hans und Franz hier rein, ne? Ja, wieso? Aber nicht jeder Hans und Franz wird die Chance nutzen, den Schalter zu drücken. No, meinst du? Ja, mach zu. Wäre übrigens auch ein cooles Piratenduo, ne? Hans und Franz? Ja, Hans und Franz, genau. Lollek und Bollek, ja. Das ist auch noch gut. Hinz und Kunz. So, komm, wir geben mal ein bisschen Gas. Ich weiß halt nicht, wie geduldig der Herr Steinelinski ist hier, ne? Mhm. Und dann bin ich ja mal gespannt. Oh, hier. Ah, nee, ich wollte schon sagen, die zucken, aber ich glaube, die sind auch nur vom Wind. Vom Winde verweht, die Jungs. Ja, ich denke auch, ich denke auch. Hier, die dancen hier. Oh, gib mal. Hat er sich gemault, ne, der Trottel? Ja, volle Kanne. Oh, der zielt, aber er zielt. Zielt der? Nee, der zielt nicht. Nee, der zielt nicht. Der guckt, ob seine Waffe in Ordnung ist. Na gut. Okay. Ah, die sind nicht so richtig. Taco sind sie nicht. Nee. So, ich will hier, mal. Ja, genau, was da kannst du rangehen und gucken, ob wie dein Crimestead aussieht hier. Achso, ja, kann ich mal machen. Jetzt schau mal. So, was haben wir denn hier? Also, ich habe Destruction of Vehicle und Destruction of Vehicle. Mhm. Ja, aber dafür wäre ich ja nicht erschossen. Nee. Ne, deswegen, komm. So, ich habe nur Vehicle kaputt gemacht.
wie die hier stehen, ne? Als wenn sie was kompensieren wollen, ne? Ja, total. So, da haben wir auch eine große Waffe. Ja. So. Dann flitzen wir mal zu Steine-Linsky hin. Genau. Und der Boxer ist gar nicht mehr hier, ne? Den habe ich lange nicht gesehen. Der was? Der Boxer hier war immer so ein Boxer. Also so, der sah halt aus wie so ein Boxer, der trainiert. So mit so, einem, okay. mit so einem Hoodie und so, jetzt, ja. jetzt warte, jetzt muss ich das mal lernen hier. Also, ja. Wir wollen jetzt, wir sind jetzt Gate 6, ja, und wir wollen ins Center. Das heißt, wir müssen jetzt das linke Ding nehmen, richtig? So sieht's aus. So ja, sieht's toll. Aus. Und hätte ich mich schneller entschieden, dann hätten wir die Bahn auch noch gekriegt. Wie man es macht. Komm, dann setzen wir uns jetzt hier hin kurz. So, und ich glaube, ich habe auch noch nie eine illegale Steine-Linsky-Mission gemacht. Ich bin sehr gespannt, was das ist. Ja. Und wir haben eine Minute noch Zeit. Können wir uns noch ganz entspannt unterhalten. Tja, können wir noch ein schönes Bild machen hier, guck mal. Ja. Ne, die beiden Eumels sitzen hier an Gate 6 ab. Super. Hier habe ich damals meine erste Frau kennengelernt. Echt? Hm. Die, von der ich denke, dass sie es ist, oder? Meinst Fängt mit du? M an, oder? Ja, nee, Milchstraßen-Jenny nicht. Nicht, okay. Nee, die war woanders. Die war da in so einem, in so einem verruchten Gebäude. Das wäre eigentlich auch ein ganz geiles Format, ne? So, so Talk an Gate 6. Und dann sitzt man sich einfach hin und quatscht einfach die ganze Zeit. So ein Gate 6 Podcast. Ja. Ne, beobachtest du die Leute, die hier so vorbeikommen und quatscht dann über irgendein Thema, ne? Genau, wir müssen da rein. 11 Sekunden noch. Zack. Das ist dann kein Podcast, das ist ein Gatecast, ist das dann. Genau, Gatecast, ja. Sehr schön. Müssen wir mal Themen dann uns ausdenken, ne? Ja. Genau. Heute wieder Gatecast an Gate 6. Oder Podcast an Gate 6. Ja, super. Ja, so wie die alten Opas bei der Muppet Show, so ein bisschen. Genau, genau. Fehlt uns quasi bloß der die Balustrade, dieser Balkon, ne? Ja. Eat First stand da eben gerade. Die Werbung ist manchmal echt witzig, die hier ist. Eat First oder? Nee, Feed. Füttern, ja. Ich hoffe, dieses Gezuppel der Bahn, das ist immer mal wieder weg, ey. Das muss einfach ein schönes, sauberes Gefühl sein. Ja. Hast du am Wochenende mal reingeschaut? Wo rein? In den Tech-Preview? Nee. Obwohl doch kurz. Kurz. Aber nicht bei diesen Massenveranstaltungen, da war ich nicht dabei. Ja, da war ich dabei. Und war gut? Ja. War wirklich gut. Also, ich war gestern auf einem Chart, der bestand aus 3 Servern. Aha. Und der Übergang zwischen den Servern war wirklich gut. Wo fand der statt, der Übergang? Eigentlich in den Systemen, ne? Also, du hattest A-Corp und Crusader waren, glaube ich, ein Chart. Mhm. Hurston war ein eigener Chart, Microtech waren, nicht ein eigener Server. Ah ja, okay. Und dann hast du das gesehen oben genau. In deiner Konsole, ja? Richtig, richtig. Ich habe halt das Play Info 3 angemacht und dann konntest du halt sehen, wie er umgesprungen ist. Cool. Ne? Und das war nahtlos, ohne Zuppel? Ohne Zuppeln. Das Einzige, was das Problem war, ist, dass die nachdem du quasi auf den neuen Server gekommen bist, manchmal Probleme hattest, dass der die Informationen aus dem Replication Layer quasi ziehen musste, ja, um ganz genau zu wissen, was hast du als letztes im Quantum Drive gehabt und so weiter und so fort. Meistens ist der Quantum Drive danach abgebrochen, aber gut. Ich denke mal, das sind Kinderkrankheiten. Da kann man dran arbeiten. Warum genau wird mir oben eigentlich keine Mission angezeigt? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Track. Hast So, okay, ich habe jetzt nochmal getrackt. Und jetzt wird es angezeigt? Jetzt wird mir eine Mission angezeigt, ja. Aber trotzdem wird mir nicht angezeigt, wie Glovis ist. Aber ich muss mich nicht so schwarz sehen. Ja, vielleicht ist es also gut am Ende. Eben. Muss ich nicht immer so positiv negativ denken. Positiv denken. So. Es muss nur noch der Steine-Linsky einen guten Tag haben. Genau.
uns nicht ignorieren. Auf deine Ansprache auch wirklich reagieren, ne? Ja, ja. Also ich würde mir mit dem Outfit hier wahrscheinlich keinen Job geben. Ich würde mich da auch ignorieren, glaube ich. Seriös wirken wir beide nicht, nein, nee, da hast du recht. Aber dann hätte er ja auch, ne, hätte er ja auch was schreiben können, bitte im Anzug kommen oder so. Genau, genau. So, Herr Steinelinski, sag an, was ist? Komm, hier. Bitte. Wäre schön. Ah ja, er hustet? Husten ist gut. Oh, geil. Er redet. Yeah, it's especially dreadful today. Ja, ja, das stimmt, wie immer, ne? Still alive, I think. Hello, welcome to Reclamation and Disposal. Hörst du den auch? Ja. My name is Clovis Steinelli. Okay. Wonderful to meet you. Ja, gleichfalls. What can I do for you on this fine day? Ich bin da für einen Job. Let me think. Ah, freut er sich, guck. Ach, guck mal, ja. Quite a little adventure for profit and gain. Ah. I have a list of the pertinent details for you to peruse. So, er schiebt was rüber. Ja. Da ist es. A bold opportunity. Ja. Das akzeptieren wir. 25.000 gibt's dafür. Splendid. Ja. Wonderful. So. Best of luck. Dann haben wir's. Locate Crash-Zeit. Ja, bestimmt. Du hast ein Multitool dabei, ne? Hab ich ein Multitool dabei eigentlich? Warte mal, guck mal. Ich habe natürlich kein Multitool dabei. Aber ist auch egal. Nee. Solange du eins hast, ist gut. So. Genau. Dann gucken wir mal, ob wir das Ganze scheren können. So. Schere geht raus jetzt. Geht nicht. Ich kann nichts annehmen, das ist doch zum Brechen. Ja, aber es ist ja nicht schlimm. Nee, ist nicht schlimm. Aber dann hat er irgendwas. Ist nur halb doof, aber halt nicht komplett doof. Genau. So, gut, dann würde ich sagen, schnell wieder zurück zur Kader, ne? Mhm. Und ab zum Satelliten, zum Abstürzen. So, ich befürchte allerdings, wir müssen gleich in den Bunker. Ja, kriegen wir hin, würde ich sagen. Kriegen wir hin und werden uns dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen geiles Zeug looten, ne? Mhm. Ja, wir halten natürlich nichts aus, ne? Also wir dürfen uns nicht anschießen lassen. Das ist dann sofort. Ja, wir gehen da. Ich habe letztens eine Dokumentation über eine Yellow Hand Security gesehen. Okay, ja, die sind schlimm, ey. Und das ist ja furchtbar, furchtbar. Die haben dann ein gutes Konzept, wie man dann so einen Bunker quasi schützt. Okay, okay. Ne? Hab mir da so ein bisschen was abgeschaut. Mal schauen. Genau. Schieb mal rüber. Mhm, warte. Schieb mal in mein Gehirn. So, warte, ja, warte mal. Ich mach das Mobiglas auf. Warte, die Daten kommen. Ja. Ich zieh mir das direkt gleich rein, weißt du, so gleich. Also, jetzt ne? Habe ich so rübergezogen. Ah, so machen die das. Ah, ja, ja, okay. Ja, das ist cool. Lass machen. So, hier, da ist die Bahn, los, schnell. Ja, ja, ich. Ich hoffe, das ist die richtige. Ist das die richtige Seite? Du musst jetzt nach rechts. Bist du rechts eingestiegen? Ja, ich glaube ja. Du aber nicht, ne? Nö, die ist jetzt gerade gekommen bei mir. Nein! Hä? Nee. Hör auf! Ich bin noch rechts eingestiegen. Ja, das ist doch gut. Vielleicht die. Meinst du, die eine ist weg und die andere ist sofort gekommen? Ja, möglich. Kann ich mir vorstellen. Ich mache noch mal. Ich löse mal die kurze Party auf. Wir versuchen es noch mal so. So, next stop geht 6. Ja gut, versuchen wir es so noch mal. Mach mal. Leaf Group. So. Kann die. Ja, jetzt habe ich gelieft. So. Ja. Soll ich dich anfangen? Ja, ja, lad ein. Genau. Boah. So, Invite to Party. Ü. Und dann kannst du jetzt nochmal versuchen, das zu scheren. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das. Jetzt sehe ich auch deinen Namen. Das ist oh ja, dann na gut, okay, dann hier share. Bumm. So. Mal gucken.
Und da ist auch die Schere. Sehr gut. Da, feed first, ja. Na super, geht doch. Ich glaube, so. Das war das Problem vorhin noch. Ja, wahrscheinlich. Aber ich habe ja deine bekommen. Ja, komisch, ne? So, ich bin da. Bist du schon unterwegs? Ich bin noch 2000 Meter. Aber bist du schon unterwegs in der Bahn? Ja, ja, klar. Ah, bin okay, gleich dann da. Fährt die echt hier parallel. Dann warten wir mal hier. Genau, du kannst quasi, ich bin jetzt nur noch da kommt er an. Meter. Warum auch von da? Oh, jetzt geht er da lang. Jetzt fährt er da. Jetzt fährt er da. Oh ja, und hier, da fährt sie weg und zack! Kommt da reingeäumelt hier. Rucki zucki geht das. Moin! Sehr schön, kommen sie in falsche Richtung, da lang. Tatsächlich, ich laufe ja noch hinterher. So, ja, habe ich schon gesagt, ne, dass wir wahrscheinlich in den Bunker müssen. Und dass wir wahrscheinlich auch da wieder Good Guys abschießen müssen und wieder einen enormen Crime Set kriegen. Aber gut, dafür haben wir was im Pedo bei Steinelinski. Ich glaube, ich habe noch niemals in meinem Leben, ich will dir jetzt keine Angst machen, eine erfolgreiche Steinelinski-Mission geschafft. Wieso beunruhigt mich das? So, hier ist wieder windig. Ah, die bewegen sich echt gut rum, ne? Guck mal, jetzt haben sie sich da getroffen zusammen, zu dritt. Naja, wahrscheinlich bilden sie jetzt quasi ein Windprotektor. Oh ja, das kann sein. Oh, das ist auch so geil, ne? Auch so eine Kleinigkeit, Freunde. Die Neuen kennen das wahrscheinlich gar nicht mehr, aber früher konntest du nicht direkt an den Gates landen. Da musstest du irgendwo da hinten irgendwo landen, wegen so einer No-Fly-Zone, muss es hier ewig herlatschen. Ins Durchlaufen, ich mach zu. Jo. Und das ist jetzt so angenehm. So, hup. Gut. Dann würde ich sagen, let's go Mario, ne? Mhm. So, wir müssen jetzt wahrscheinlich die richtige Karte uns holen. Vermute ich mal. Gucken wir mal kurz ins Mobiglas schauen, obwohl wir heben erstmal ab, würde ich sagen. Und jetzt ist es ja auch erstmal ein Located Crash Site. Ja. Und wir dürfen uns nicht scannen lassen, ne? Nee. Weil sonst ist Schiff weg. Ja. So, ich gebe Vollgas. In der Zeit nutzen wir die Chance und gucken mal ins Mobiglas. Ich hoffe, das Schiff sinkt nicht ab. Aber ich glaube nicht, oder? Nee, gut. So, also, was haben wir denn jetzt hier? Accepted Satellit Crash Site. Wir müssen uns die Blade TDCXX. Die Blade müssen wir uns holen, TDCXX. Ja. TDCXX. TDCXX, genau, so heißt die. Glaube ich zumindest, dass die so heißt. Aber ich meine ja, TDCXX. Die müssen wir uns nehmen. Und die müssen wir dann wahrscheinlich in einen Bunker bringen und die dann in so einen Schlitz packen. Ja. Vermutlich. So, wir sind weit genug oben. Dann würde ich sagen, ich springe erstmal hoch nach Everest Harbor und von da aus geht's dann weiter. Wir müssen mal gucken, ob wir die Crashzeit direkt anspringen können. Ja. Wir müssen dann einen offiziellen Hurston-Server. Aha. Storage Facility Data Terminal. Ja, es wirkt so wie ein. Im Bunker, diese Dinger, ja. Ja, wir können nicht direkt anspringen, aber wir springen HD Damaris an. Den können wir dann theoretisch auch nutzen, wahrscheinlich. Mal gucken, ob er, wie gesagt, ob er uns einen anzeigt. Dann würde ich lieber den nehmen. Ich glaube, wir können theoretisch jeden nehmen. Aber. Wir nehmen lieber kein Risiko ein. Kann aber auch sein, dass er uns keinen anzeigt. Ne? Schauen wir einfach mal. Okay. Und es ist leider hell. Leider? Ja. Ah, fühle ich mich nicht wohl damit, muss ich sagen. Nee, ich finde es auch nicht cool. Diese scheiß Sonne, ey, das nervt so. Mhm. So, dann müssen wir den Damaris noch einmal überfliegen. Müssen dann noch 130 Klicks ungefähr
Und dann sind wir da, oder? Das ist ja überschaubar, ne? Klar, und die Cutter ist ja auch sehr schnell. Ja, wir sollten dann eigentlich schon auch die Qualmwolken des abgestürzten Satellitens sehen in der Ferne. Irgendwann. Ich hoffe. Das ist so eine Sache, die holt mich immer wieder ab, ne? Mhm. Diese Weiten und dieser Gedanke, dass das alles befliegbar, begehbar, befahrbar. Das ist einfach ein Träumchen überhaupt. So, dann können wir schon mal in die Ferne schauen. Noch sehen wir aber nichts. Ist viel zu smoggy hier. Da unten müsste irgendwo dann die Station sein. Ich weiß gar nicht, wo sie ist. Ist sie das da vielleicht? Nee, das ist sie glaube ich nicht, ne? Nee, wo ist sie denn? Da ist sie. Ja, genau. Dann fliegen wir direkt drüber. Ich bin gespannt. Ja, und obwohl die Cutter sehr kastig wirkt, finde ich, hat die eigentlich eine sehr schlanke Form von oben, ne? Muss ich sagen. Ja. Da unten ist übrigens gerade der Außenposten, sehr klein, ne? Direkt jetzt links an der Spitze. Mhm. Ah, jetzt fliegt er an uns vorbei, ein kleines Viereck sieht man da. Schreib mir das gern. Das ist, ich finde das gut. Ja, ne? Ja. Sehr schöne Bergketten hier. Wunderschön. So, 100 Kilometer sind wir noch entfernt. Am Horizont schon was erkennen? Nein, erkennen wir nicht. Problem ist halt leider so ein bisschen, dass wir hier in der Atmosphäre sind. Das heißt, wir können nicht den vollen Schub geben. Aber was ich machen kann, ist immer mal so ein bisschen auf den Boost drücken. Mal aufzustehen, um nochmal vorzukommen zu dir. Ja, ich booste aber gerade wie verrückt, ne? Oh, ist okay. So, und stellen wir mal, ich glaube, wir sind immer noch auf Waffen, ne? Deswegen lädt der Boost jetzt auch nicht auf, oder zumindest ganz langsam. Dann gehen wir mal auf den, auf die Triebwerke rauf. Dann lädt er auf jeden Fall schneller. In der letzten Mission, da waren wir auch viel schneller unterwegs. Ne? Da haben wir 100 Kilometer gar nichts. Aber da waren wir natürlich auch mal unterwegs. Da war kein Luftwiderstand, keine Atmosphäre. Tja, wie wahrscheinlich wäre es, dass man diesen Satelliten so zufällig findet von dieser Station aus, ne? Das sind solche enormen Weiten hier einfach. Ja. Saugeil. Ja, wir müssen wahrscheinlich auf den Satelliten rauf. Müssen wir mal gucken, was das für einer ist. Es gibt manche auch, die haben vorne eine Klappe. Kommt ganz, ganz nach Bauart. Ja. Da müssen wir dann die TDC war das, ne? Oder? TDC X, oder? TD, warte, ich guck nochmal. TDC XX Blade, genau. Okay. So, 60 Klicks. Die Booster gehen wieder auf. Wir knallen nochmal rein. Links haben wir ein kleines Gewässer. Wo? Links. Links. Ja. Ah ja, tatsächlich da unten. Mhm. Schön. Ein kleines Gut. Das ist relativ gut. Ja, das stimmt eigentlich. Wie die Mecklenburger Seenplatte. Da hinten sind noch mehr. Ja.
Ich merke immer, dass Exploration voll mein Ding ist, weil ich jedes Mal, wenn ich lange über so Ländereien fliege, ja, dann merke ich immer, wie geil ich das finde. Mir so die Gegenden anzugucken und so mich so, mir so vorzustellen, was es da alles gibt zu entdecken. Ja. Weißt du? Ja. Das ist einfach vielleicht voll mein Ding. Vielleicht fliegt man gerade über eine Höhle, ne? Und man weiß es nicht. Genau. Ne, oder sind irgendwelche Tiere da unten oder irgendwas, irgendein altes Gebäude oder irgendwas anderes halt, ne? Ja. Ich bin mir echt mal gespannt, ob es später noch die unterschiedlichen Scanner gibt, die, die dann wirklich, ja, die du dir dann zukaufen kannst, wo du dann auch wirklich vielleicht entscheiden musst, welche du reinbaust. Ne, damit du halt bestimmte Sachen erscannst, wie zum Beispiel Lebensformen oder Metalle bestimmte oder Mineralien oder wie auch immer. Ne? Ja. Ich bin auch sehr gespannt, was das betrifft. Gut, 20 Kilometer noch. Siehst du denn schon Rauch? Nee, noch nicht. Aber ich bin schon mal tiefer gegangen. So, und ich bin mir nicht sicher, es kann sein, dass es eine Kontermission von Hörsten, von Konstantin Hörsten gibt. Also besteht wohl ein gewisses Risiko, dass wir dort auf Feindkontakt stoßen, in Form von einem anderen Spieler. Oh, okay. Ja. So, noch sehe ich keinen Rauch aufsteigen. Beruhigt mich ein bisschen. Eigentlich sollte hier. Aber vielleicht sind wir auch schon wieder. Ist das alles auch viel kleiner, als man denkt, ne? Ja, eventuell. So, da vorne, an diesem Berg. Massiv sollte es sein. Wo man bestimmt extrem viel Sprit verbraucht. Obwohl, geht. Geht. So, anderes Schiff haben wir nicht auf dem Radar. Das ist gut. Ja, oh, gute Frage. So, was ist denn das hier für ein komischer Marker, sag mal? Last Radar Kontakt. Oh, jetzt sind wir gerade dran vorbei. Ja, ne? Aber wo ist der Satellit? Ja, gute Locate Frage. Crash Site. Okay, jetzt müssen wir nach der Crash Site suchen, okay. Ist das so? Na, wahrscheinlich ist er hier runtergegangen. Hier war das letzte Mal, dass er aktiv war. Und jetzt müssen wir mal gucken. Könnt ihr mir vorstellen. Hm. Würdest du gerne mitgucken, ne? Ja. Ich mach mal hinten die Klappe auf und schau mal, was hinten sehe. Also ich sehe hier auf jeden Fall... Doch, da, warte mal. Ah, nee, das ist nur Gemüse da unten. Warte mal, da ist was. Doch, unter uns raucht's gerade. Oh ja! Hä? Das ist aber, das war aber doch, das ist doch. Ist doch gerade aufgepoppt hier, oder? Ja, sah so aus. Na gut, okay. Da wollen wir mal alle 5 gerade sein lassen. Gut, aber sieht geil aus hier die Gegend, ne? Guck dir mal in das Gemüse da total links. Machst du Klappe nochmal zu? Ja, Moment. Warte. Ja. So, wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen beeilen. Mhm. Weil es, wie gesagt, es kann sein, dass wir hier nicht lange allein sind. So, kannst aussteigen. Ja, machen wir. So, TDC XX Blade, sagt er uns auch so nochmal. So sieht's aus, genau. So, sehr schön. Uiuiui. So. So, da oben ist das Panel, alles klar. Dann folge mir mal. Mhm. Ich weiß, wo es lang geht. Okay. Ich kenne den Weg. Warte mal, hier vorne war auch noch irgendwas hier drinne. Warte mal, da gucke ich mal ganz kurz. Kann sein, dass wir da das Signal abschalten können. Ja. Warte. Und zwar hier drinne. Wenn man hier hochkommt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man da hochkommt. Kann sein, dass man da
nur von der anderen Seite hochkommt. Oder es kann auch sein, dass man hier gar nicht mehr hochkommt. Doch, kommt man. So, hier ist, glaube ich, ein Panel. Wie hast du das jetzt gemacht? Auf das Rohr steigen. Aber hier kann ich... Kann sein, dass wir da einen Schweißer für brauchen, um was aufzuschweißen. Okay. Weil hier früher war hier immer einfach irgendein Knopf, den kannst du ausmachen oder aufmachen, ist was rausgefahren. Mhm. Meine ich, das war hier irgendwo. So, auf das Rad hier steigen, auf dieses Ding hier. Warte mal, ich versuche mal darüber zu kommen. Ich, Vorsicht, nicht zu mir kommen. Ah, nicht zu mir kommen. Ja, ich komme nicht zu dir. Mhm. Hast du dich in die Struktur gebackt, ja? Nein. Warum? Weiß ich nicht. Es sah nicht so aus, als wenn ich da durch die Struktur gehe und dann bups, war ich draußen. Das war, glaube ich, übrigens das erste, was im Spiel war, wo es eine Kletteranimation gab. Sagte er und kletterte nicht mehr. Kletterst du da hoch jetzt? So, was ist jetzt? Ich kletter da jetzt hoch. Hoch. Hochklettern. Hoch. Kletter hoch. Hoch. Mann, wo ich von der anderen Seite hochkomme. Vielleicht komme ich auch von hier hoch. Mal schauen. Ja, Freunde, wow. Seht ihr, ne? Da hat man sich fast schon wieder zu früh gefreut. Ja. Aber auch diese Mission scheint wieder irgendwie Fratze zu sein. Ne, hier klettert er noch. Vielleicht kann ich bin raus. Oh. Ah, ich könnte auch raufspringen. Oh. Oh, und ich bin raus. So, gut. So, also hast du das jetzt ausgeschaltet oder nicht? Nee, ich muss jetzt erstmal den Glenn-Sprung machen. Aber ich habe ihn geschafft. So, hier haben wir das Panel. Das machen wir jetzt auf. Und hier müssen wir jetzt die richtige Blade finden. Das Problem ist, wir haben halt keine Rüstung. Das heißt, wir können die nirgendwo reinstecken. Wir müssen die dann gleich in die Cutter packen. Okay. So, dann gucken wir mal. Ich fange mal links an. Was haben wir denn da? So, Carry. Zack. So, dann gucken wir darauf. Normalerweise würde er aber schon umspringen oben. Aber wir können auch inspecten. Und sehen dann auf der Rückseite, da oben steht TDC 470. Das ist schon mal die falsche. Ist die falsche. So, die können wir dann hier mal hinlegen. So, zack. Die brauchen wir nicht. So, dann nehmen wir die mal raus. Carry. Ah ja, da haben wir die richtige. Oh, sehr, sehr schön. Da brauchen wir auch eigentlich nicht mehr raufgucken. Machen wir aber trotzdem kurz. Inspect. Und auf der Rückseite steht TDCXX. Sehr, sehr schön. Die nehmen wir jetzt mit. Genau. Ich würde allerdings, glaube ich, hier wieder den Rückweg antreten. Nicht, dass wir uns hier verletzen. Und würde dann wahrscheinlich da hinten, ja, obwohl ich glaube, ich springe hier mal auf das Rohr drauf. Hier so, zack. So. So, sehr schön. Hier geil mit den Partikeln, ne? Neisenstein. So, dann müssen wir das Ganze jetzt hier reinpacken. Das Problem ist nur, dass einer dann natürlich nachher keine Waffe nehmen kann. Ne? Ah ja, verstehe. Und das Ding kannst du dir nicht irgendwie auf den Rücken packen oder sowas? Nee, das geht nicht. Nee, ich glaube, ich kann es auch gerade gar nicht ins Schiff packen. Nur dann legst du unten noch einen Boden. Oder noch über das normale i-Menü vielleicht. Ja, warte, ich leg's mal auf den Boden. So, ich leg's mal aufs Bett. Jo, mach was mal. So, place. Ich sagte, place. Nee, mach da nicht. Ich leg's auf den Boden. So. Okay, gut. Ich würde es mal nehmen. Ja. So, connect Blade to Server. Gut, dann nimm du die Blade mal und ich fliege jetzt zu dem Server, der uns angezeigt wird. Okay, das Problem ist wahrscheinlich, dass das wird ein Bunker sein, der unheimlich krass bewacht ist. Ja. So, das ist die Blade. Dann nehmen wir den nehmen wir da unten, würde ich sagen. Der Hursten-Server. Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist egal, aber wir nehmen den trotzdem einfach, um da die Mission da nicht zu überfordern. Ja.
Achso, ich muss erstmal wieder die Vitols nach hinten packen. Dann gibt ihr auch Gas. Ja. Und die Füßchen einfahren. So, ich hoffe, das ist ein Hurston-Server. Also es wird auf jeden Fall dunkel sein, gehe ich mal von aus. Und ich hoffe aber, das ist ein Hurston-Server oder so ein Untergrundgebäude, wo ein paar Berge oder Krater sind und nicht so ein Flachland, weißt du? Ja, hoffentlich, ja. Ja, wirklich, ey. Und da werden wir uns, glaube ich, richtig ein Crime-Set einfangen, leider. Dafür sind wir gemacht. Ja, was wir natürlich versuchen können, ist die Trägheit der NPCs auszunutzen und den übelsten Flitzer zu machen, weißt du? Bis ins Serverraum. Meinst also, dass du? Wir einfach den Flitzer machen, weißt du? Ja, ist aber, wie gesagt, ist aber riskant. Wenn das ein guter Server ist, dann machen die uns nackig. Ne? Ja, das stimmt, aber wir könnten es ja mal probieren. So riskieren wir dann halt einfach keinen Mord. Richtig. Und dann rein, aber wenn die uns folgen, ist das blöd. Ja, ich muss dann gucken. Ne? Also, wenn die uns folgen, wenn wir sie erschießen müssen, müssen wir sie erschießen. Ne? Da kannst du nichts machen. So, wir fliegen nach Tamar. Mhm. Und los geht's. Der Sonne entgegen. Nee, der Sonne entfernt. Endlich wieder dunkel. Geil. Ja, wird doch mal oder? Zeit. Ja, ich finde es auch super. Total also gut. Eben war mir das überhaupt nicht schön. Ja, nee, das war nicht schön. So alles sehen und so. Ja, so ist das toll. Ach, ist das herrlich. Ah, oh, ja. Das ist so schön. Oh, endlich ist die Sonne weg. Irgendwann glauben die Leute das wirklich noch. So. HDSF Tamar. Hurston Dynamics Security Facility Tamar. Sehr schön. So, und ich hoffe, wir haben wirklich. Ja, sieht ein bisschen bergig aus. Aber. Schauen wir mal. Ich gebe mal ein bisschen Gas hier. Das machen wir mal aus. Gehen wir die Außenansicht, dann sehen wir ein bisschen mehr. Scheint auch irgendwie Licht davon zu sein. Das heißt, da ist ein Schiff. Aha. Pass auf, dann ist hier so ein Intel-Raid. Weißt du, was ich meine? Genau. Entschuldigung, ich muss mal kurz vorbei an den Server. Entschuldigung. So, ich befürchte, hier ist wirklich flach wie Omas Oberweite, ne? Oha. Ja. Und die war flach. Ja. Ah, da ist auf jeden Fall ein Schiff. Da haben wir eine Constellation Andromeda. Uiuiui, schau. Aber weiß bestimmt, wa? Ist weiß, ja. Okay. Ja, Flachland, ey. Mist. Ich würde Mist. Mich doch tatsächlich aufopfern und mal diesen Run versuchen, denn. Ja. Ja. Also soll ich draußen bleiben oder wie? Nee, das nicht. Nein, ich komm schon mit. Ja, das meine ich. Ich runne mit. Genau, ich wollte jetzt bloß nicht die Karte aus der Hand legen. Noch ein Schiff da. Was war denn da? Eine Cutlass Black. Mhm. Okay. Wenn die offen ist, ist gut. Können wir umsteigen. Da sind echt ganz schön viele Schiffe hier unten. Oh, entering Xenothreat Control Territory. Eigentlich dürften sie nicht auf uns schießen. Oh, oder? Du hast recht, hier ist wirklich ein Run, ne? Na komm, wir nähern uns mal. Ansonsten müssen wir uns sehr, sehr, sehr schnell wieder. Dann sind hier wirklich Xenothreats am Start, ne? Mhm. Oh ja, hier. Oh yeah, Baby. Oh yeah, Baby. Ich weiche aus. Ich suche uns einen schönen Platz. Das Problem ist, hier ist nichts. Hier ist einfach nichts. Können höchstens versuchen, hinter so einem Felsen irgendwie. Ja. Hier. So, weißt du? Ja. So, ich habe nur Landefahrwerk noch nicht draußen, aber ich musste erstmal ganz kurz runtergehen. Okay. So, jetzt fahre ich raus. Ja, so können wir es versuchen. Felsen als Schutz. Na ja, gut. Dann
Letzo Fetzo, würde ich sagen. Das machen wir aus hier. Ja gut, wenn hier natürlich Xenosrats sind, dann können wir hier Gas geben. Ne? Das ist ja... Die sind ja letztendlich, ich will nicht sagen auf unserer Seite, aber die sind auf jeden Fall, da ist das Gesetz egal. Genau. Wenn du verstehst, was ich meine. Absolut, so, absolut. Dann machen wir zu die Butze, ne? Wieder? Und laufen die 600 Meter. Und los geht's. Und dann holen wir uns eine schöne Xenosphäre-Rüstung. Was hältst du davon? So sieht's aus. Geil, geil, geil. Und vielleicht können wir ja irgendein Schiff mitnehmen von da. Oh ja, die Cutlass wäre natürlich ein Traum. Ja, ja, eben, eben, eben. Natürlich auch ein bisschen näher noch parken können, aber... Ah, nee, ist schon gut so. Die Türme sind wirklich sackgefährlich, also... Mm. Ich müsste dann übrigens auch mal was trinken, im Bunker gleich, irgendwo. Ja, okay, ich habe noch 74%. Wie sieht's denn bei dir aus? So, wir haben natürlich auch irgendwie nicht so viel... Ja, gut, ich habe ein bisschen Moon, habe ich. Also ich habe 60 Schuss. Ja, ich auch. Also 30 und nochmal 60 im... Ja, genau. Also 90 okay. Schuss. Ja, ja, ja. Okay, okay. Ah, ich auch. Das reicht. Ja. Gezielte wollen wir dann trotzdem erstmal den Flitzer machen und dann uns dann wieder rauskämpfen? Ja. Oder? Ja, ja, ja. Okay. Ja, das würde ich sagen. Na, ob das dann hier wieder funktioniert, wenn das jetzt schon wieder so ein Xeno-Thread-Ding ist? Ah ja, schauen wir mal. Ne, ich meine, es steht ja unten noch Hurston-Server dran. Wir haben die Blade, die hast du ja auch mit, ne? Mhm. Wie jetzt? Boah, er jetzt in die Schosse. Oh, weiß ich auch nicht. Oh, du hast die Blade fallen lassen, kann das sein? Nein. Ach nee, genau. Die ploppt nur dahinter hinter dir her so. Aha. Die tropft hinter dir her. Okay, verstehe. Hä? Ah ja, okay. Reden wir nicht drüber. Nee, Rötti, manchmal nicht drüber nachdenken. Rötti, das hast du nicht gesehen. Nee, hat er nicht. So, ja, wir hätten übrigens auch komplett hinter dem Gebäude parken können. Mhm. Sag mal. Weil solange hier nur ein Turm ist, ist das eigentlich relativ latte. Oh, guck mal, die ist offen hier. Aber die wird nicht hochfahren, denke ich mal. Probier mal. Nee, leider nicht. Aber hier ist noch eine Redeemer. Guck mal, aber die ist auch... Die ist, glaube ich, auch... Ist die offen? Nee, offen ist die nicht. Aber ich guck mal, ob sie aufgeht. Okay, schade, Marmelade. Aber eine Cutlass war doch auch hier irgendwo. Aber die war zu weit weg, glaube ich, ne? Ja. Sonst weiß ich nicht mehr, wo die war. Na gut, dann rein. Dann versuchen wir es mal. Okay, aber der Fahrstuhl ist oben. Das ist eigentlich Fahrstuhl ist oben, ja. Dann würde ich sagen, geht's los. Okay. Und dann Vollgas, ne? Ja. Guck mal, Interrail gerade rein. Das ist zu frei. So, Vollgas und dann ab in den Server. Mhm. Du weißt, wo der Server ist, ne? Also jetzt weiß ich es natürlich noch nicht, aber... Abo, der steht ja auch da. Steht ja auch da. Ne, wir müssen auf jeden Fall die Etage wechseln und dann rein in die... Und ich folge dir direkt. Ich bin direkt hinter dir. Okay. So. Bist du bereit? Ich bin bereit. Let's flitz. Let's go. Das war auf jeden Fall ein Security gerade. Noch ein Security? Das war ein Arbeiter. Ja. Security. So, bin drin. Ja, sehr gut. Oh, hier ist der Server abgeraucht. Oh, weia. Dann schnell rein, das Ding. Ja, warte. Eject. Mach doch Place. Mach doch rein da, den Rotz. So. Da haben wir's. Protect Data Transfer, okay. So. Und jetzt Time Protect. Remain. Ah ja. Oh ja, so weit war ich noch nie. Super. So, ich bin bereit. Ja, jetzt müssen wir hier leider natürlich... Ich gehe mal nach vorne gucken. Ich werde mal checken, ob sich was nähert. Aber sieht so aus, als wenn die uns gar nicht gesehen haben, weil wir einfach ultraschnell waren. Ultraschnell. Geh mal da in die Kiste, da hinter dir. Oh ja. Da rüstest du dich aus mit gutem Zeug. Ja, ja. Ich habe eine Med-Pistol auf jeden Fall. Ja, ja. Mach das mal. Geht aber leider nicht ran. Warum nicht? Ach doch, ist dran. Vielleicht hatte ich auch eine? Nee, keine Ahnung. Nein. Und ich habe auf jeden Fall hier so ein bisschen Zeug. So, aber ich brauche noch was zu trinken. Sonst verdurste ich. Haben wir noch eine andere Kiste hier? Ich gehe nochmal gucken. Weiß ich nicht. Hier ist noch eine.
Ah ja, wunderbar. Aber da wird auch nichts zu trinken drin sein. Das ist auch nur eine Met-Kiste. Nee, ist nur Met. Nur Met drin. So, wir haben es geschafft. So. Ja, sehr geil. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich ein Crime-Set habe. Nein, könnte ich hier rausgehen. Wie sieht's bei dir aus? Ich hab ja ein Crime-Stat. Ja, okay. Nee, du kannst hier nicht rausgehen. Du bist hier illegal, oder? Nö. Meinst du nicht? Nö, nee, glaub nicht. Ich glaube aber doch. Wir können ja mal gucken. Mal gucken, ob sie zucken. Hier ist übrigens ein. Hier ist. Warte mal. Ach nee, Tractor-Beam. Okay, alles klar. Wir können ja mal gucken, ob sie zucken, aber normalerweise dürfen wir hier nicht sein. Aber es ist schon komisch, dass hier Hostile Territory steht. Und hier Security langlatschen. Und Securities langlatschen, ja. Wahrscheinlich ist das so ein Spawn-Bug oder so ein Spawn-Fehler. Okay. Warte, so, komm, läuft da. Komm, wir machen aber hier. Er zuckt. Warte mal, er zuckt nicht. Zucken tun sie nicht. Ich lass mal meine. Er zuckt auch nicht. Hier ist nochmal so eine Kiste. Ich brauche halt eine andere Kiste, ne? Ja. Ich geh mal hier oben gucken. Ah, er zielt hier aber. Zumindest hat er gerade. Er hat gerade kurz gezielt, der Kollege Schnürschuh. Ja, Aber ich werde trotzdem nochmal. Wenn du was zu trinken findest, bring mir mit, ja? Ja, klar. Gerne. Nee, hier ist nichts mehr, leider. Na gut, guck ich nochmal am Anfang. Aber nee, fühl dich nicht so sicher, ne? Also, wir sind hier eigentlich nicht erlaubt. Also, nee, ich weiß. Nur die anderen Kisten hier. Aber da ist halt leider nichts drin. Verdammt. Gut, ich glaube. Muss ich halt nochmal... Oh, hier, Mana from Heaven. Das könnte schon die nächste Steine-Linsky-Mission sein, wa? Gehen wir gleich mal gucken. Ich würde sagen, weg von hier, oder? Wir hauen erstmal ab, genau. Genau. Bist du drauf? So. Ja. Ja, hallo Julia, oder? Hat ja mal nicht geklappt. Schlecht. Damit hätte ich nicht gerechnet. Nee, ich auch nicht, muss ich gestehen. Ist ja der Oberwahnsinn. So, gehen wir mal gucken hier. Was hast du gesagt? Mana von Heaven? Da, Mana from Heaven. Ja, tatsächlich. 25.000, wenn wir sie mal annehmen. Oh, ich glaube, ich brauche erstmal. Okay. Oh, hier haben wir noch eine Waffe. Die nehmen wir natürlich noch mit. Was ist denn für eine Waffe? Ne, hier. Ah, sehr schön. Na, hier eine Jazarev, oder? Nee. Ja. Jubarev? Jubarev. Jazarev, auch nicht schlecht. So, ja, schade, dass wir nicht wissen, wo die Cutlass steht, ne? Hast du beim Überflug, hast du die hier irgendwo gesehen, oder? Ah, ja, irgendwo habe ich die gesehen, aber die stand ziemlich weit außerhalb, also... Jetzt wäre geil ein Fernglas, ne? Mhm. So ein Scanner, so ein Helmscanner. Mhm. Nee, keine Ahnung, wo die war. Oh, die schießen auf die Cutter ab und an mal. Was liegt denn hier? Was ist das denn? Guck mal. Wo bist du? Was ist das? Da. Warte. Das ist ja auf dem Boden. Ja, du, das war da hinten gerade auch. Auf der anderen Seite. Aha. Alien-Technologie? Ein Artefakt. Maybe. So, der Turm zeigt uns, wo wir hin müssen. So, ja, ich würde sagen, wir fliegen nach Everest Harbor, oder? Ich denke auch, und dann... Dann trinken wir uns was, erholen uns was und dann gehen wir an das nächste Mal. Ja, richtig, so sieht's aus. So, 21% habe ich noch. Ja. Sollte aber gehen, ne? Ich denke auch, müsste klappen noch. Ja, ach, dann bis nach Hause kommen wir. Ja, das Problem ist halt nur, wir haben dann kein Schiff mehr, ne? Stimmt. Dann müssen wir uns die Aurora liefern lassen. Ja. Fürs nächste Mal. Richtig. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir das jetzt. Genau. Ne? Erfolgreiche Mission und Freunde, der Salpeter-Pirat und der Schlawiner melden sich ab. In diesem Sinne, tschüss. Tschüssi. So, Hackengas.